Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Remember Me. So, wir waren ja in der letzten Folge in der tollen Kampfszene da hinten gefangen gewesen. Sind ein bisschen rumgeklettert, haben ein bisschen was eingesammelt. Lilin, ich warte am Leak in Brain auf dich. Ich freue mich darauf, dir bei der Suche nach Johnny zu helfen. Johnny? Johnny Greenteeth, das Schreckgespenst aus Slum 404. Er erinnert sich noch an die alten Gänge unter der Bastille. Zumindest sagt Edge das. Okay, ich komme rein. Ja, finde ich ja schön, dass er sich nochmal selber zu Wort meldet und sagt, dass er dann gleich bei uns ist. Beziehungsweise auf uns wartet da unten. Uns ist, wir sind gleich bei ihm zu. Aber okay. Naja, kann man ja mal machen, ne? Warum nicht? Was haben wir denn hier hinten? So, jetzt mal gucken, ob es jetzt endlich klappt. Tagebuch. Ja, Tatsache. Oder? Ah, die Philosophie von Charles Cartier-Wells haben wir noch nicht, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die, dass ich viel zu schnell gucke. Also, dass die mir noch nicht so schnell angezeigt werden. Die hat man nämlich noch nicht. Die Philosophie von Charles Cartier-Wells. Genau. What? Stopp, 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 stopp. Jetzt ist er gefixt. Okay. Im April 2064 digitalisierte Charles Cartier-Wells erfolgreich eine Erinnerung. Als junges, in östlicher und westlicher Philosophie bewandertes Genie träumte der Sohn von Antoine Cartier-Wells davon, die Arbeit seines Vaters zu vollenden und zu verbessern. Er sollte das Geheimnis entdecken, die menschlichen Erinnerungen zu kodieren und er würde das erste digitale Erinnerungsnetzwerk schaffen und so die Menschheit in ein neues, goldenes Zeitalter führen. Er kann ja immer nur schlecht gehen, sowas. Als man das Memories Hauptsitz 2052 von Delhi nach Paris verlegte, wurde der 16-jährige Charles zum jüngsten Forschungsleiter dieses multinationalen Konzerns. Die Arbeit seines Vaters fortsetzend, wurde das ehrgeizige Wunderkind aus der Cartier-Wells-Dynastie vom Verlangen getrieben, den Schlüssel zur menschlichen Erinnerung zu finden. Entschuldigung. Von einer europäischen stammenden Familie in Indien aufgezogen, wurde Charles auch von der aristotelischen und systemischen Philosophie sowie von vielen Ideen aus der indischen Philosophie, wie etwa der Erleuchtung, in Klammern Buddha, war ja klar, oder vom Ich-Macher Ahamkara beeinflusst. Charles formulierte durch seine konstante Beschäftigung mit dieser sehr verschiedenen Konzepten und sehr persönliche Vision von Erinnerung, die er als eine Reise Erinnerungspfad betrachtete, die sowohl der Unterdrückung als auch der Erleuchtung diente. Okay. So, jetzt würde ich gerne. Jetzt müsste es ja gespeichert sein, ne? Tagebuch. Gehen wir nochmal im Tagebuch durch. Gründung von Neoparis hatten wir. Ich weiß gar nicht. Orientierungslos. Slum 404 hatten wir das schon? Überflutet. Doch, das hatten wir schon. Glaube ich. Müssen wir haben und sonst könnt ihr ja auf Pause drücken und es euch selber durchlesen. Aber ich bin der Meinung, dass wir das schon hatten. Die hatten wir. Edge und Kit hatten wir. Und der Jagdhandschuh hatten wir auch. Gut. Dann müssen wir jetzt eigentlich wieder auf dem aktuellsten Stand sein mit den ganzen Tagebucheinträgen. Wenn nicht, schreibt es mir sonst gerne. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Na dann, hops! So. Wir müssen übrigens immer noch diese Drohnen finden. Ah, unser Leben ist voll. Okay. 55 Stück. Ich glaube, drei hatten wir. Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher.
Ich glaube, da stürzen wir in den Tod. Bin mir nicht so. Nein, stürzen wir nicht, weil wir nämlich genau da durch müssen. Super. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir die alle finden. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass ich schon einige übersehen habe. Ich soll vielleicht noch die richtige Kraft drücken und das funktioniert. Ah, guck einer an. Komm, sprich mal vom Teufel. So, 4 haben wir. Okay, hallo. Da war hier optional nicht runter können. Okay, ich dachte, wir können hier hier runter. Dachte ich mir, dass wir einen Ausflug nach unten machen, weil da sind ja dann meist irgendwelche Sachen versteckt. Oh. Nicht schon wieder ein Kampf. Hä? Wie jetzt? Es nutzt nichts, wenn du so in Deckung gehst, wenn es dann trotzdem noch so. Das gefällt mir nicht. Wenn du dann trotzdem noch so. Was war das? So laut dabei bist, würde ich sagen. Was? Brain Pain? Was? Brain Pain? Kopfschmerzen? Warum hast du Kopfschmerzen? Kann ich dir helfen? Das gefällt mir ja alles nicht. Der sieht. Es klingt jetzt doof, aber der sieht so unvollständig aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Huch. Hat sich die Kamera einfach so geändert? Was ist mit Traurigkeit? Dunkler Humor? Ich habe die Befürchtung, dass gleich was passiert, weil wir versuchen, hier hochzuklettern. Okay. Ah, okay. Ist jetzt safe? Und hier oben müssen wir nicht mehr vorsichtig sein, oder was? Da ist schon wieder so ein roter Punkt. Oh Gott, das ist doch ganz bestimmt wieder ein Kampf. Ja, ich bin hier. So sehe ich sie nicht. Okay, ich sehe sie nur im Helm. Das ist gut zu wissen. Beziehungsweise im Licht. Ist ja eigentlich schon fast wieder aufs Geige hinausläuft, aber darum geht's ja gerade nicht. Du stehst gerade auf einige Lieper. Gruselig, sie werden unsichtbar. Mich wundert die böse Scheiße, die aus diesem Tunnel kommt, schon lange nicht mehr. Ich bin bald da. Halt so lang die Augen offen. Ist ja schön, dass es ihn nicht wundert. Ich finde das nicht gerade so toll. Hi. Ah, dass es sonst keinem auffällt, ist ja auch nicht schlecht. Beziehungsweise, dass sonst niemand drüber so wundert. Okay, da haben wir Energie geholt, dann kann sie jetzt weitergehen. Die Frage ist nur, wo? Mein Sensor zeigt mir immer an, wo wir durch müssen. Ach, Arsch. Müssen wir runter oder was? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, wir müssen hoch. Ja, mein Sensor zeigt es mir doch. Ich bin einfach nur zu dämlich, jetzt zu sehen. Ah. Ja. Trotz unserer Stadt allen Stürmen. Achtung, und erfindet Hochspannung. Sich ständig neu.
Heute trotzen wir der Bedrohung durch Liebe. Ja toll, und trotzdem muss ich da hoch. Willst du mich verarschen? Endlich. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt ist gerade Hochspannung, jetzt nicht mehr. Also muss ich jetzt hoch. Eine Revolution von Sätzen. So, okay, ich verstehe. Ah, schön zu sehen, dass die Drohnen alle noch funktionieren. War ja klar. Huch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Können wir hier ums Eck? Können wir nicht. Hier sein können. Ah, die Kamera. Das wird wichtig. Oh. Naja, geht. Ich habe schon schlimmere Stürze gesehen. Bleib hart, Nillen. Ja, stay strong und so. Laderampe B. Andockhafen wird überwacht. Okay, gut zu wissen. Glaube ich. Ah ja, wir haben gerade eine Szene gesehen, wie sie sich am Knöchel verletzt hat, aber rennt trotzdem normal weiter wie sonst auch. Nun gut. Dann wird es also nicht dran, dass sie schon gut sein. Ich habe nichts gesehen. Da ist was. Ich bin nicht dein Freund. Hier sind nur Leichen. Ich will euch doch gar nichts. Brauchen Sie Schlaf? Mitten Sie an die Küste. Ist ja alles gut. Ich tue euch nichts. Also ihr tut mir was. Aber dann kann ich nichts dafür. Dann wird das Spiel das so, dass ich euch was tue. Ja, ich schieb's jetzt gerade. Warum tauchen da jetzt auf einmal Nillen auf? Ach so, gehört zum VIPs. Oh, Frau. Okay. Okay. Hey, die ist gleich alt wie ich. Die etwa 25-jährige Nillen ist die berühmteste und geheimnisumwobenste, Entschuldigung, Kriminelle in Neo-Paris. Na gut, kriminell bin ich nicht. Übrigens, die Aussage stimmt nicht. In 2084 wäre ich nicht 25, also sie ist noch nicht so alt wie ich. Entschuldigung. Fast nichts ist bekannt über die Eoristin namens Nillen. Selbst Tag und Ort ihrer Geburt sind so geheimnisumwittert, dass man munkelt, sie selbst habe jede Erinnerung und Information, die auf ihre wahre Identität hindeutet, ausgelöscht. Das ist krass. Und sie ist jedoch ziemlich... Es ist jedoch ziemlich sicher, dass sie sich einen festen Ruf als Gedächtnisjägerin erarbeitet hat, bevor sie sich der Eroristenbewegung anschloss. Verschiedene Aussagen früherer Gedächtnisverbrecher, einschließlich der des berühmten Kid Xmas, deuten darauf hin, dass sie seit 2078 eine einträglichen Karriere als Erinnerungsdiebin in Slum 404 nachging. Dort traf sie wahrscheinlich auf Edge, schloss sich den Eoristen an und war bis zu ihrer Verhaftung im Frühling 2084 eine ihrer aktivsten und tödlichsten Agenten. Okay, Respekt kann ich da nur sagen, sagt Kid Xmas. Das Mädchen weiß wirklich, wie man mit einem Jagdhandschuh umgeht. Schade nur, dass sie ihr Talent an eine aussichtslose Sache verschwendet. Naja, das ist im Endeffekt Ansichtssache, würde ich mal sagen. Wie so vieles im Leben einfach nur eine reine Ansichtssache ist. So, machst du hier den Riegel bitte? Danke. Ach, ich kann... Okay. Das verstehe ich gerade nicht so ganz, aber okay. Den Drohnen nach, oder was? Oh, die Leute da oben eben. Oh, nicht schon wieder ein Kampf. Willst du mich verarschen? Ist das Spiel hier nur auf Kampf aus? Bäm, das tat weh. Ich hab Angst. Ich habe Angst. Was ist denn das? Ah, okay. Das sah aus wie was Spezielles. Also wie irgendwas zum Drücken oder so. Ich drücke ja gerne auf Sachen rum. Ja, der war schlecht, ich weiß. Okay, Oh nö, oh nö, oh nö. Ah, lass das. Ich brauche Flutlicht dahin. So, kommt her, wenn ihr euch traut. Aber bitte nur, wenn es hell ist, sonst zählt es nicht. Na los, mach schon.
Ja, so geht's natürlich auch. Aber ich wollte eigentlich nur, dass du das Flutlicht machst. Steckt sie zuerst mal. Oh nö, lass das. Huch. Oh oh. Okay, fährt alle Sensen herunter. Betäubt alle Gegner, enthüllt Unsichtbare. Ach, Sensen das. Oh, was für ein Wunder. Okay, ich sag da jetzt nichts zu. Ja, mach ich. Wow. Okay, das ist, das ist echt witzig irgendwie. Oh, hätte ich mich jetzt umsehen müssen, damit ich alle aktiviere? Das ist natürlich doof. Hier ist eine. Das. Das werden immer mehr Leute. Oder waren es vorher schon so viele? Ich hab's einfach noch nicht gesehen. Lass das! Nimm meine Augen? Was? Nein! Warum? Ich bin da ausgewichen. Willst du mich verarschen? Das finde ich nicht nett. Achso, ich, nicht genug Fokus. What the hell? Ah, das sind die aggressiv. Halt! Ja, ich versuch's ja. Das Problem ist nur. Ich kann nicht angreifen, wenn die sich immer gleich in die. Meine Fresse, wenn die sich hier immer gleich. Sicherheit. So, Schnauze voll. Hallo? Oh Gott, Millen. Jetzt habe ich ihn getötet. Das, ja. Dieser eine hier auf dem Boden, der geht mit tierisch auf den Keks. So, also ich. Ich brauche jetzt unbedingt. So. Einmal. Ach, ich slap. Okay, krass. Die werden auch noch gestunt dadurch. Ja, das ist ja gut zu wissen. Würdest du vielleicht. So, und jetzt bitte einmal hier oben. Jetzt habe ich nur noch den, den Unsichtbaren. Okay, ich renne hier einfach mal ein bisschen rum. Genau. Und sobald ich den Dingens hier wieder aktivieren kann, mache ich das, weil ich sehe ihn ja sonst nicht. Wäre ja doof. Doof mit Doppel-O. Ja. Nee. Eine Sekunde noch, los. Ach scheiße, es geht ja gar nicht. Ach, hahaha. Ich witz bald. Wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich das am dümmsten? Ah, Flutlicht geht wieder. Ja, gut zu wissen. Man sollte sich vielleicht auch mal ein bisschen in der Umgebung umschauen. Tut mir leid. So. Habe ich jetzt alle? Ja. Okay, tut mir leid, Leute. Beobachtungsplattform. Okay. Auf dem ich gerade vorher hochgeklettert. Okay.
Okay, dann nach oben. Was? Shift? Nee. Nee. Nein. Ja. Ja. Nein. Nein. Müsste passen. Ist sonst noch irgendwo was? Hallo? Geh hoch. Nillen. Danke. Nee, das war's. Gut. Oh. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber... Upsi. Kann doch mal passieren. Ja, und hoch. So, dann rücke ich die jetzt nochmal zurecht. Das war ja jetzt echt gerade ein bisschen dämlich. Dafür habe ich jetzt wieder volles Leben, also... Okay, dann nach oben. Jo. So. Obwohl, warte mal. Nee, das ist ja auch dumm so. Komme ich ja gar nicht hoch. So ist richtig. So, einmal, zweimal, drei. Ja. Warte mal, komm ich von da nach... Natürlich komme ich. Okay, gut. Leute, ich würde sagen, ich gehe hier jetzt noch runter. Das ist doch ein Scherz, sonst hält sie sich immer fest. Ah. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.